miteinander beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, der gute Hirte, er sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, das Bild vom guten Hirten gehört zu den ältesten Christusdarstellungen, die wir haben. Wir kennen so manches Bild, so manches gute Hirte-Bild aus den Katakomben in Rom. Und die ältere Generation hatte vielfach in ihren Schlafzimmern ein Bild vom guten Hirten. Das Bild vom guten Hirten soll Jesus darstellen. Es ist oft ein idyllisches Bild. Und doch wissen wir von den Hirten, dass das gar nicht so einfach ist. Schafe hüten, sie sind gefährdet. Der Hirte muss sich kümmern. Er braucht Hilfe. Und er ist froh, wenn er eine oder mehrere gute Hunde hat, die ihm dabei helfen bei seiner Arbeit. Ein Tier kann verloren gehen, kann sich verletzen und vieles mehr. Das Bild vom guten Hirten, ein Bild für Jesus, aber auch für uns, weil wir wieder oder immer neu in Gefahr sind, in der Gefahr, unseren Glauben zu verlieren oder dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Jesus, der gute Hirt, wirbt heute um unser Vertrauen. Er kümmert sich ja um seine Schafe. Er wirbt um sein Vertrauen, um unser Vertrauen, um sein Vertrauen, das er zu uns hat. Bitten wir ihn zu Beginn dieser Eucharistiefeier um seine Barmen, um seine Gnade für uns. So rufen wir: Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Ja, der mächtige Gott, der erbarme sich unser, erlasse uns unsere Sünden nach und führe uns hin zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus
Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr unser Gott herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verlorenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft alle 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
meinen und die meinen kennen mich. Ein großes, schweres Tor
mit den Griffen ganz oben, wo man als Kind gar nicht hinkam. Jemand brauchte, damit er einem die Tür geöffnet hat. Vielleicht standen wir auch schon manchmal schweren Herzens vor irgendeiner Tür. Vor der Tür des Krankenhauses, vor der Tür einer Schule, wenn es Prüfungen gab und so manches mehr. Manchmal ist es leicht, durch eine Tür zu gehen. Manchmal braucht es aber auch viel Mut. Viel Mut, die Klinke zu drücken, eine Tür zu öffnen, hindurchzugehen. Franz Kafka hat eine Parabel geschrieben vom Türhüter, vielleicht kennen Sie sie. Da will jemand Hilfe, er will sich beschweren, aber er wird an der Tür abgewiesen. Immer wieder, jeden Tag neu. Und der Türhüter passt auf, dass er dieser Antragsteller, dieser Bittsteller, nicht die Schwelle übertritt. Und der Bittsteller, er traut sich nicht. Er fasst sich nicht den Mut, endlich einmal drüber zu gehen. Und er kommt mit seiner Bitte nicht an. Er hat kein Vertrauen in sich selbst und keinen Mut. Vielleicht will uns das Bild von der Tür auch sagen, hab Mut, durchzugehen. Hab Mut, diese Tür zu betreten. Ja, Vertrauen. Es geht doch letzten Endes um Vertrauen. Um ein Vertrauensverhältnis zu Jesus, wenn er sagt, ich bin die Tür zu lieben. Und da hilft uns dann das nächste Bild, das wir auch heute schon von dem wir gehört haben. Das Bild vom guten Hirten. Der Hirte, der sich kümmert, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt. Ein Bild, an das wir uns vielleicht auch erinnern, als Kind. Als wir zwar schon laufen konnten, aber trotzdem von unserem Vater oder vielleicht auch von anderen Personen getragen werden wollten. Und das Schönste war natürlich auf die Schultern des Papas gehoben zu werden und getragen zu werden. Sicher zu sein, dass der Papa mich trägt, dass er es gerne tut, dass er für mich da ist, dass er für mich sorgt. Das Bild vom guten Hirten, ein Bild für Jesus Christus selbst. Es ist auch ein österliches Bild mit der Aussage, mir kann nichts passieren, auch angesichts des Todes und der Vernichtung. Ja, der auferstandene Herr ist dieser gute Hirte für uns und er will es sein. Porta patet magis cor. Die Tür steht offen noch mehr das Herz. Wie singen wir doch in einem Lied, meins Herzens Tür, der offen ist, bitten wir immer wieder neu um die Gnade und das Vertrauen, dass unsere Herzenstür ob wir uns öffnen können, dass wir uns öffnen können und dass wir uns Jesus Christus, den guten Hirten, selbst schenken können. Amen.
Christus verspricht uns ein Leben in Fülle, wenn wir ihm vertrauen und ihm folgen. Er will unser guter Hirte sein und darum dürfen wir ihn auch heute bitten für alle, die uns am Herzen liegen. Für alle Frauen und Männer, die sich in der Kirche engagieren, die Gottes Wort verkünden und suchenden Antworten aus ihrem persönlichen Glauben geben, dass sie ihre Aufgaben achtsam und glaubwürdig erfüllen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die ein Hirtenamt ausüben, für Eltern und Großeltern, Erziehende und Lehrende, Pflegekräfte und Sozialarbeiter, dass sie den ihnen anvertrauten Menschen respektvoll und wertschätzend begegnen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich ausgeschlossen fühlen, von der Gesellschaft oder von der Kirche, dass sie auf Menschen treffen, die ihnen eine Tür öffnen und sie dabei unterstützen, ihren Platz zu finden. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich vor allem in diesen Zeiten einsam und verlassen fühlen, schenke ihnen Geduld, Hoffnung und Zuversicht. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle jungen Menschen, insbesondere für unsere Firmanden und Kommunionkinder, wenn es nicht gelingt, im täglichen Stimmengewirr die Stimme herauszuhören, die gut für sie ist, dass sie auf Menschen treffen, die sie bei der Suche unterstützen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die krank sind und sich einsam fühlen, dass sie deine Nähe spüren und Geborgenheit erfahren. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, in deinem Sohn hast du uns einen Bruder und Hirten geschenkt. Dafür danken wir dir und loben dich heute und an allen Tagen unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Führst du das Werk der Lösung fort,
Machen Sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. So bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du uns in Herrn.
gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung, Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch die Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unser Papst Franziskus, unseren Bischof Stefan und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich all unserer Verstorbenen, Schwestern und Brüder und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auf uns, wie du es verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Auferstanden ist der gute Wirt. Er gab sein Leben für die Schafe. Er ist für seine Herde gestorben. Halleluja. Seinen Geist geschenkt. Er stärke und festige
unseren Glauben. Amen. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott.